Hallo, willkommen bei American Bakery in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine von meinen Lieblingsrezepte für Zimtkuchen. Legen wir los. Wir haben ziemlich viele Zutaten heute. Wir brauchen 6 Eiweiße, 1/3 Cup oder 85 Gramm Butter, 2/3 Cup oder 150 Milliliter Öl, 1 Cup oder 200 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Vanilleextrakt bzw. 3 Esslöffel Vanillezucker, 1 Esslöffel Backpulver, eine Prise Salz, 2¾ Cup Mehl oder 350 Gramm, 1 Cup oder 225 Milliliter Milch, 1 Cup oder 200 Gramm Zimtzuckermischung, das ist 200 Gramm Zucker mit 2 Esslöffel Zimt dazu. Wir fangen an, die Eier zu trennen. Wir behalten nur die Eiweiße. Dann aufschlagen, bis die Eiweiße zu Eischnee werden. Und setzen wir zur Seite. Dann in einem großen Schüssel Butter weich cremen, bis leicht und fluffig. Dann tun wir das Öl und Zucker dazu. Dann der Vanille, Backpulver und Salz dazu. Dann 1/3 Mehl auf einmal. Mit der Hälfte der Milch. Jetzt können wir den Mixer wegräumen, mit einem Teigschaber der Eiweiße reinfalten. Die Hälfte des Teiges in der Backform eingeben. Und die Hälfte des Zimtzuckers drüber streuen. Und es durchmischen, so viel wie ihr wollt. Dann der Rest des Teiges drauf gießen. Und der Rest des Zimtzuckers drüber streuen. Diesmal muss man den Zimtzucker ein bisschen besser durchmischen, bis die Mischungen nicht mehr trocken sind. Das soll reichen. Backen bei 300 Grad Fahrenheit oder 150 Grad Celsius 35 bis 50 Minuten, bis ein Zahnstocher reingetan sauber wieder rauskommt. Es soll goldbraun sein, wenn es rauskommt. Schaut das an! Ich liebe, wie man den Zimtzuckerlinie an der Seite sehen kann. Hier seht ihr, wie ich es ebne, damit ihr eine bessere Idee von der Konsistenz kriegt. Es ist ein bisschen bröselig wegen der Zimtzucker durch den Kuchen. Wenn ihr stabiler braucht, der Zimtzucker besser durchmischen in den Teig, bevor ihr es aufbackt.
Aber schaut, wie schön leicht und fluffig dieser Kuchen ist. Und der Zimt ist köstlich. Ich liebe diesen Kuchen. Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerin.germany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Taggt uns, wenn ihr dieses Rezept macht. Wir würden gerne eure Arbeit sehen. Nicht vergessen zu abonnieren für mehr Backvideos.